Moin, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video und heute wollen wir uns mit den Masteries beschäftigen, die für das Assassin Update geplant sind, beziehungsweise für die Preseason. Und hier ist auf jeden Fall einiges entstanden. Naja, und wir werden jetzt ganz einfach alle Trees so ein kleines bisschen durchgehen und beginnen werden wir dabei mit dem aggressiven Baum. Hier hat sich am Anfang erstmal gar nichts verändert, das heißt, ihr habt nur noch die Auswahl zwischen Attack Speed oder mehr Damage bei euren Spells. Bei der nächsten Auswahl hat man aber im Prinzip schon Möglichkeiten. Das bedeutet, es ist immer noch Feast am Start und Expose Weakness für die aggressiven Supporter meinetwegen. Und nun hat man das Double-Edged Sword getauscht. Ja, das Bild ist zwar immer noch da, das Ding ist aber in den Tier 4 gerutscht. Und stattdessen haben wir jetzt Fresh Blood. Und Fresh Blood ermöglicht euch einfach nur Bonusschaden mit eurem nächsten Auto-Attack anzurichten. Das Ding hat einen 6 Sekunden Cooldown, das heißt, ihr könnt es auch jede 6 Sekunden verwenden und richtet dabei 10 Base-Schaden an plus entsprechend euer Level. Das heißt, auf höchster Stufe macht ihr hier 28 Bonusschaden. Ist im Prinzip eine relativ entspannte Menge, wenn ich ehrlich bin. Und da es sich jede 6 Sekunden auslösen lässt, ja, könnt ihr den Gegner ab und zu mal poken und richtet dabei Base-Schaden an, egal ob ihr ein Mage seid oder nicht. Hier wird zwar nicht genau beschrieben, was für ein Schaden es ist, ich gehe mal vom normalen Schaden aus, aber im Prinzip eine ganz angenehme Mechanik. Gut, die nächste Tier ist immer noch gleich, das heißt, ihr habt immer noch Spellvamp und Lifesteal oder das Natural Talent mit AD und AP. Die nächste Variante ist nun aber ein kleines bisschen aufgefrischt worden. Das heißt, normalerweise habt ihr die Möglichkeit, entweder ihr kriegt 5% Bonusschaden, indem ihr jeden einmal getötet habt, also den Bounty Hunter, oder ihr seid der Oppressor und nutzt natürlich CC-Ziele aus, um Bonusschaden anzurichten. Hier hat man nun Folgendes gemacht und ist quasi eine klare Linie gegangen. Das heißt, für den Bounty Hunter kriegt ihr nun 1,5% pro Ziel. Ja, könnt also insgesamt auf 7,5 kommen, was finde ich echt solide. Ja, das ist eine gute Menge, müsst dann dazu aber jeden mindestens einmal getötet haben. Das Double-Edged Sword ist wie bereits erwähnt jetzt nun in dieser Kategorie zu finden, das Bild ist aber nach wie vor falsch. Und nun sagt man, ihr kriegt von Anfang an 5% mehr Damage. Der Austausch ist aber, dass ihr 2,5% mehr Schaden erhaltet. Das heißt, es ist immer noch Double-Edged, aber ihr teilt nun mit 5% Bonusschaden in meiner Ansicht nach ordentlich aus. Das ist halt wirklich ein solider Wert. Der neue Spell, der euch aber nun zur Verfügung steht, ist Battle Trance. Hierbei kommt ihr ebenfalls auf 5% mehr Schaden an dem Gegner, aber das Ganze muss erst über 5 Sekunden lang kanalisiert werden. Ihr werdet also jede Sekunde, wenn ihr euch mit dem Gegner anlegt, stärker. Diese Variante ist wahrscheinlich für Assassins ungeeignet, da sie natürlich möglichst schnell möglichst die Bonusschaden anrichten wollen. Aber gegen Charaktere wie Tanks oder generell jene, die etwas länger brauchen, auch für ADCs zum Beispiel, ist das gar nicht so schlecht, dann werdet ihr 5% ohne irgendwelche Nachteile bekommen. Es dauert halt quasi ein bisschen mehr, ihr müsst euch die ganze Zeit im Kampf befinden. Aber diese Variante sowohl für ADCs, die natürlich auch für die meisten Sachen länger brauchen, oder für Tanks, absolut geeignet. Eine faire Alternative. Dauert zwar länger, aber ist trotzdem sehr effizient. Man muss ja daran denken, es ist eine Mastery, okay? Gut, und bezogen auf die Keystone Masteries im Ferocity Tree hat sich nun das Fervor of Battle dramatisch verändert. Normalerweise war das ja ein On-Hit-Effekt. Das heißt, ihr habt Stacks mit Auto-Attacks und mit Spells gesammelt und jeder einzelne Auto-Attack macht dann mehr Damage. Das war besonders für Charaktere wie Lucian oder Kog'Maw sehr effizient, weil Lucian hat mit dem Doppelschüssen zweimal diesen Schaden angerichtet und Kog'Maw hat einfach abartige Attack-Speed gehabt. Hier muss man allerdings dazu sagen, das war immer nur On-Hit-Schaden. Ihr müsst also ein Charakter sein, der auch viel Auto-Attack oder On-Hit-Effekt hat. Also einen Echo hat das zum Beispiel auch verwendet oder einen Warwick. Die neue Variante funktioniert nun ein bisschen anders. Das heißt, nach wie vor sammelt ihr Stacks. Ihr könnt auch bis zu 10 Stacks bekommen. Das Ganze aber nur mit Auto-Attacks. Hierbei trifft man aber eine Unterscheidung zwischen Melee und Ranged. Das heißt, Nahkampfcharaktere kriegen pro Auto-Attack 2 Stacks. Das Gestörte ist nun, dass es kein On-Hit-Effekt ist, sondern ihr bekommt rohe AD. Das heißt, ihr kriegt pro Stack zwischen 1 und 6, also auf höchster Stufe 60 AD, wenn ihr dieses Mastery vollgestackt habt. Das heißt, ihr müsst quasi euch immer im Kampf befinden. Denn nach 4 Sekunden ohne Kampf verliert ihr die Stacks. Die Frage ist jetzt natürlich, für wen eignet sich denn das? Und da habe ich sehr lange mit Solo diskutiert und es ist schwierig, auf einen Nenner zu kommen. Denn Fervor of Battle hat sehr klar funktioniert. Es war ein On-Hit-Effekt, den kannst du auch ziemlich schnell stacken mit deinen Spells. Bei der neuen Variante funktioniert es, wie gesagt, nur mit Auto-Attacks. Was heißt, dass ein ADC 10 Angriffe auf einen Champion wohlgemerkt machen muss, um die vollen Stacks zu halten? 10. Das ist insane viel. Es ist zwar nicht schlecht, dass man Bonus-AD bekommt, das bedeutet, alle deine Spells sind zum Beispiel besser, wo vorher Fervor of Battle zum Beispiel völlig nutzlos war. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für Lifesteal-Effekte und so weiter. Fervor of Battle? Kein Lifesteal-Bonus gegeben. Mit den neuen AD-Werten lassen sich also Spells verbessern, Crits lassen sich verbessern und das Ganze hat immer noch eine gewisse Synergie mit der Attack-Speed. Und hierbei liegt quasi das Seltsame darin. Es ist nach wie vor eine Mastery, die mit Attack-Speed skaliert, das heißt, je schneller die Stacks bekommt, desto besser ist es natürlich. Und Angriffsgeschwindigkeit will immer mit AD unterfüttert sein und das Ganze hilft natürlich deinen Spells und so weiter und so fort. Es ist also immer noch präsent, ich habe das Gefühl, dass der ADC aber viel zu lange braucht. Er ist natürlich dafür gemacht, dass er konstanten Schaden rausbringt, aber
10. Die Zahl alleine ist wirklich krass. Obwohl natürlich dieser Fairbox-Battle, wie gesagt, eine gute Synergie auch dann später mit Crit und so weiter hat. Champions, die wahrscheinlich besser passen, sind alle Nahkämpfer, die ein bestimmtes AD-Scaling haben. Ich habe das Ganze hier mit Riven getestet und du kriegst die Stacks relativ zügig. Du bist natürlich mit Riven immer noch ein Charakter, der lieber auf Spells setzt und häufiger mit dem Thunderlord unterwegs ist. Aber diese Variante verstärkt eure Auto-Attacks nun noch mehr und Riven macht trotzdem welche, okay? Gute Riven-Spieler zeichnen sich sogar dadurch aus, dass sie zwischendurch Auto-Attacks rauspacken, um die Passive zu lösen. Fakt ist nun, dass bei ihr der große Vorteil darin ist, sie verbessert alle Spells. Ja, sie macht wirklich jeden Spell besser. Das gleiche wird wahrscheinlich für Renekton gelten und die gefürchtete Fairwolf-Battle-Poppy. Na, Scarface spielt ja sehr gerne. Diese Variante ist sogar gar nicht so bad, weil du jeden deiner Spells verbesserst. Na, Poppy kämpft lange, hat also dadurch mehr AD zur Verfügung und haut dem Gegner mehr auf die Schnauze. Das ist wirklich gar nicht so schlecht. Das heißt, ich habe mehr im Gefühl, dass diese Mastery für Tanks und Bruiser geeignet ist, als für ADCs. Der erste ADC, der mir zum Beispiel in den Kopf kam, war Graves. Na, er kann von den AD-Werten halt übel gut profitieren, dank seiner Spells. Aber dass er auch 10 Auto-Attacks dafür braucht? Holy shit, das ist zu viel. Das ist wirklich zu viel. Ich persönlich bin auf jeden Fall gespannt, wo das Ganze hingehen wird. Mit AD lässt sich, wie gesagt, sehr, sehr viel mehr machen, als mit puren On-Hit-Effekten und für eine größere Palette an Charakteren. Das war auch das Ziel von Riot. Gut, das war's also zu dem aggressiven Baum. Schauen wir nur in die Mitte, da hat sich nur ein was verändert, und zwar Greenfather's Gift. Das ist ein Tier 4 Mastery, das bedeutet, wenn du einen Baum voll geschmückt hast, sage ich mal, kannst du das Ding immer noch auswählen. Und die Folge davon ist, solltest du einen Busch betreten, hast du nur ein paar Sekunden Zeit, um einen verbesserten Auto-Tag rauszubringen. Denn dieser Auto-Tag richtet Schaden abhängig vom aktuellen Leben des Gegners an. Das Ganze liegt aktuell bei 3% und es ist auch magischer Schaden. Das heißt, ihr kommt schneller durch den Jungle und wenn ihr ein Charakter seid, der viel mit Büschen arbeitet, habt ihr hier häufig Bonusschaden zur Verfügung. Es sind zwar 9 Sekunden Cooldown, was vergleichsweise viel ist, aber es ist immer noch eine nette Schadensquelle, gerade wenn es mehrere Charaktere mit dabei haben. Und so ein Ivorn in der Nähe des Barons mit seinen Büschen macht nun ordentlich Bonusschaden an dem Ding, beziehungsweise für sein gesamtes Team, je nachdem wie viele diese Mastery drin haben. Ich persönlich denke aber, dass es nicht schlecht ist und lässt sich vor allen Dingen auch gut mit Fresh Blood kombinieren und mit Rengar. Das heißt, Fresh Blood macht Bonusschaden, Rengar springt aus dem Busch, springt auf dich drauf während der Laning Phase und packt auch jedes Mal diesen Greenfather Bonus obendrauf. Ist im Prinzip eine ganz nette Mechanik und ich finde es gut, dass sie es als Tier 4 angesiedelt haben, weil sie somit im Prinzip alle mitnehmen können. Und dadurch wird es ein Stück weit effizienter. Gut, kommen wir nun aber zu den richtig schlimmen Dingen, und zwar dem Tankbaum. Denn es ist halt so witzig, dass man das Assassin-Update hat. Das heißt, hier hat man ordentlich Änderungen erfahren und auch gewisse Boni. Und man sagt sich nun, die Antwort gegen Assassins sind ja Tanks. Das heißt, man stärkt nun die Tanks mit folgenden Masteries und die ADCs müssen denken, wo zur Hölle lebe ich eigentlich? Schauen wir uns aber erstmal die neuen Masteries an und das erste ist Siege Master. Das heißt, ihr habt ja normalerweise die Auswahl zwischen Auto-Attacks blocken und eine gewisse Movement Speed und Siege Master gibt euch an eurem eigenen Turm Rüstung und Magieresistenz. Das Ganze ist aktuell ein Bonus von 8 und es ist auch wirklich nur defensiv verwendbar. Zuerst dachte ich, dass auch gegnerische Türme zählen, aber es ist wirklich nur euer eigener Turm, also ihr könnt einen Turret besser verteidigen. Seid eher der Defense Master, sage ich mal. Ist ganz nett. Wie gesagt, hier 2 Mastery ist nicht so, darf auch nicht großartig sein, aber ist okay. Etwas gestörter wird es nun bei Fearless. Das ist nämlich eine Mastery, die einen 9 Sekunden Cooldown hat und dafür sorgt, falls du von einem Champion angegriffen wirst, dass du für 2 Sekunden Bonus Magieresistenz und Bonus Rüstung bekommst. Im Prinzip schon wieder. Dabei wird vor allen Dingen ein prozentualer Wert gegeben, also 10%, und noch zusätzlich ein fester Wert abhängig von deinem Level. Und das sind aktuell 2 pro Level. Das heißt, im späteren Spielverlauf ist es nicht ungewöhnlich, wenn du nur durch die Mastery 30, 40 Magieresistenz und Armor bekommst. Nur durch die Mastery, für einen kurzen Moment natürlich, aber so eine Poppy denkt sich ja, vielen Dank. Wenn ich jetzt reingehe, bin ich unfassbar tanky für 2 Sekunden. Und 7 Sekunden später schon wieder. Das ist schon sehr kritisch. Aber richtig gestört wird es nun mit dem Keystone Mastery, denn Thrange of the Ages wurde ersetzt. Das Ding hat normalerweise im Jungle dir HP gegeben, einige Lane-Ups auch verwendet und selbst einige Supporter. Nun aber gesagt, das Ding ist zu stumpf, das verändert dein Spielstil nicht. Lass uns was Neues einführen. Und das Neue ist nun Courage of the Colossus und ist insane. Das heißt, der Text liest sich folgendermaßen: Wenn ihr den Gegner hard CC'd, bekommt ihr einen Schild. Hard CC ist dabei Roots, Knockups, Stunts, Knockbacks, also im Prinzip alles außer Slow und Silence. Dieser Schild hat nun einen festen Wert von 10 plus 10 pro Level, also auf höchster Stufe kriegt ihr ein 190er Schild und jetzt kommt das Gestörte. Zusätzlich erhaltet ihr aber noch 7% eures maximalen Lebens als Schild pro Gegner. Und hierbei ist es nicht pro Gegner, den ihr CC'd habt, sondern ihr geht in 3 Mann rein und kriegt 21% eures maximalen Lebens als Schild. Plus den festen Wert, der vom Level abhängig war. Das Ganze hat einen 30 Sekunden Cooldown, also ihr könnt es nicht die ganze Zeit machen. Aber das ist für Tanks, die hart engagen, insane, okay? Eine Poppy geht da rein, diät irgendjemanden und hat einfach einen
Riesenschild. Du kriegst sie nicht tot, weil sie ja noch diesen Schild mit übelst hohen Resistenzwerten unterfüttert. Und richtig gestört wird zum Beispiel bei einem Maulfight. Der hat ja schon 10% als Passive. Dann ultet der in dein Team hinein, also Hard CC auf jeden Fall irgendwas. Und kriegt einfach nochmal 30% seines Lebens obendrauf. Dieses Ding, Heldfinding 4 Sekunden, ist gestört, okay? Das macht den Tank undying. Und das ist jetzt nicht nur für die Off-Tanks und Jungler und Top-Laner etwas Wichtiges, sondern auch für Supporter. Die Ona ist bei dieser Preseason insane auf der Botlane. Die engagiert mit dem E, und das E zählt bereits als Hard CC, weil der Gegner kurz festgehalten wird. Sie kriegt einen Schild, du kriegst übelste Resistenzwerte über dein W, und dein W wird noch stärker, weil du alle Resistenzwerte noch aus den Masteries hast. Das heißt, der Gegner wird sich ja wehren und so weiter, du pockst also fearless. Ich kam auf Armor-Werte, die wollt ihr einfach nicht haben, also als Gegner wohlgemerkt. Ein ADC, der auf Level 9 gegen eine 250 Armor Leona antreten muss, der hat doch keinen Spaß am Spiel. Der hat da keinen Bock, der macht null Damage. Null. Diese Mastery kombiniert auch noch mit dem Schild, der mit 30 Sekunden, finde ich, einen soliden Cooldown hat. Das ist total okay, kann man defensiv und offensiv verwenden und Engage ist richtig gut planen. Da hast du keinen Bock. Also es ist wirklich, das Assassin-Update ist einfach für die ADCs der Horror. Du hast krasse Assassins und du hast übel gebuffte Tanks mit richtig starken Masteries und ich erwarte bei dem Colossus-Ding auch einen Nerf. Weil ich dachte zuerst, das sind nur 7% deines maximalen Lebens. Aber pro Gegner in der Nähe ist stupid as hell. Gut, im Prinzip war's das schon. Ich würde natürlich gerne eure Meinung in den Kommentaren zu hören. Im Prinzip hätten wir jetzt auch schon die Preseason abgearbeitet. Bei den LoL-Trends wird wahrscheinlich, wenn der Patch dann draußen ist, noch mehr dazu kommen, weil wir uns die Entwicklung anschauen. Aber bis hierhin soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Rank.